Ich muss auch was tun, ich bin gleich tot. So, lass mal gucken, was wir hier an Waffen. Ich will unbedingt wieder so eine Stachelwaffe. Ich will diese Larvenklinge haben, die ist giftig, die scheint sehr gut zu sein. Aber da brauche ich noch einen Stachel für. Dann können wir jetzt wirklich gar nichts bauen. Trinkflasche. Ich mache uns mal zwei Trinkflaschen. So. Nein, wir können uns nur eine Trinkflasche machen, verdammt. Da, doof für dich. Ah, da kann ich dann Wassertropfen und so reinmachen, nehme ich mal an. Ne? Dann kann ich die einfach behalten. Alter, ich bin die ganze Zeit gemutet, denk, ey, ignoriert der mich eigentlich die ganze Zeit? Und du denkst dir, warum antwortet die Sau nicht? So, da wir hier bleiben, werde ich mal hier so ein... Ich werde schon mal so einen Tausammler hinstellen einfach. Ja. Und, ja, früher oder später bauen wir den einfach fertig, würde ich sagen. Ja. So, was brauchen wir denn dafür? Unkrautstängel, grobes Seil, wir haben... Alles außer Seidenseil haben wir sogar, glaube ich. Ja, also gut, die Frage ist halt jetzt, wie kommen wir halt an diese Unterwasserausrüstung ran? Weil wir können die gerade noch nicht craften. Und wir müssen halt irgendwie... Die Aufgabe ist, die Chips zu finden. Grabraub. Und wo ist das? Der Grabraub? Baste Tauchausrüstung, die Tiefen des Teils zuzustoßen. Vielleicht müssen wir einfach ein bisschen weiter mal noch durch alles durchforsten. Wir waren jetzt ja nur in zwei Gebieten. Vielleicht müssen wir mal da in Richtung See gehen und finden da halt das Material. Ja, wo finden wir denn den Chip Grabraub? Wir müssen ja nicht sofort unter Wasser gehen. Wir können ja auch erstmal... Können wir irgendwie so... Auf der Karte ist auch nichts, ne? Eichenlabor? Doch, da ist ja das Ausrufezeichen, wo wir hin müssen. Da ganz hinten, siehst du es? Wenn du auf die Map gehst, ich hab da kein Ausrufezeichen. Ich hab da kein Ausrufezeichen. Ich schon. Hä? Bin ich blind? Wo denn? Wenn du ganz rauszoomst. Oben. Nee, bei mir ist irgendwie keins, ich weiß nicht. Ach so, ich hab nur die Quest, okay. Ich glaube, das gilt auch für uns beide. Na, bin ich mir nicht so sicher. Dann lass doch einfach kurz mal ins Labor gehen, oder? Nochmal kurz gucken, das kostet ja nichts. Okay. Komm mal hier erstmal, Ringkäfer, wir müssen den töten, wir brauchen die Materialien von dem. Oh, der Arme. Ich bin hier drin. Los, schlag ihn in den Ass. So. Oh, das Arme. Oh, wie ist es zerplatzt. Eine Bierdose, da kannst du bestimmt auch ordentlich schlürfen. Oh ja, da kann ich echt mal gucken. Vielleicht kann ich irgendwas da... Wow, ich hab die nicht gesehen! Lauf, lauf, lauf! Oh mein Gott! Ja, ich bin tot. Scheiße. Kannst du irgendwie holen? Muss nur mal gucken, hier ist so ein... Wer ist denn das? Libelle? Libellenkäfer? Egal, egal. Okay, weg. Oh. Lauf, lauf, lauf! Lauf! Geil. Da bin ich ganz vorsichtig, nur so. Ich versuch's mal. Sieht gut aus. Und weg. Ich habe hier irgendwas gefunden. Was ist das denn? Oh fuck. Pure Wissenschaft. Ja, okay, wir sind hier irgendwo hingelaufen, wo wir nicht hinlaufen sollten. Gut, ich glaube, hier ist aber soweit auch nichts. Ich brauche diese Quest, also wir müssen auf jeden Fall kurz in dieses Labor rein. Kann ich da irgendwie einen Punkt setzen? Okay, lass mal jetzt zu dem Haus düsen und dann... Ne, ich muss kurz da rein, Quest. Zu diesem Roboter. Ich muss doch auch die Quest noch holen. Ja, genau, das meine ich ja. Zu dem... Ja, wir sollten eigentlich, glaube ich, außen rumlaufen. Ne? Eben gerade war es nicht so klug, hier am Wasser zu gehen. Da ist eine Spinne. Gut, aber die Spinnen sind eigentlich relativ... die greifen uns nicht sofort an. Wir können... Wenn wir ein bisschen entfernt stehen, ist alles gut. Wir müssen... Oh, scheiße, sind überall Spinnen. Ja, wir müssen außen rum. Wir kommen hier nicht lang. Wie viel sind denn hier bitte? Also ob wir hier lang können, weil hier waren auch die ganzen, da ist eine Spinne, aber vielleicht kommen wir hier lang. Hört sich gut an. Gut, also hier ist auf jeden Fall schon mal das Spinnenlager anscheinend. Oh, jetzt greift mich irgendwas an. Glaube ich. Aber da ist gar nichts. Was ist das denn da? Guck mal. Das sieht interessant aus. Hier ist irgendwas, keine Ahnung. Ich gehe mal. Ach, scheiße, da schießt irgendwas. Oh mein Gott. Ja, lass einfach weg. Das wird doch nichts. Das sehe ich doch direkt. So. Guck mal, ich bin hier oben auf diesem Gebäude. Ich guck mal, ob hier irgendwas ist. Hey, die Ameisen machen unsere Sachen kaputt, gell? Echt? Der frisst gerade unser Essen auf, ja. Oh, fuck. Ich habe seins bekommen, weil ich die Ameise getötet habe. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ja, die wollten unser Essen essen. Die machen unsere Sachen kaputt. Nice. Gut zu wissen. Aber auch schön, dass die Welt wenigstens mit uns interagiert, auch wenn wir nicht an unserem Gebäude sind. Das spricht ja für das Spiel. Ich bin jetzt erstmal kurz bei diesem Roboter, ne? Aber du brauchst mich ja auch eigentlich gerade nicht.
So, ich gehe mal hier zu unserem... Hast du Aufgaben für mich? Ach, du bist schon bei dem, okay. Herstellen Kleeponcho. Das ist ja einfach. Ah, hier kann ich Verbesserungen gerade holen. Was ist das denn? Eine Verbesserung für das Scanner-Modul, mit dem du pure Wissenschaft in der Nähe entdecken kannst. Okay, wie viel haben wir denn? 1700. Ich glaube nicht, ne? Also ich würde diese Verbesserung für das Scanner-Modul machen. Ich glaube, das ist ganz gut. Bau mal so einen Kleeponcho bitte. Vielleicht geht das ja über Reichweite, dann kann ich hier die Gefäße direkt wieder abgeben. Okay. Du kleiner Roboter. Squiggy die Swoosie, er kam mir vor die Wuzi. Danke, Kellerkind, und danke für die Bits. Kellerkind war auch bei mir, süß. Ja, was geht denn gerade, ey? So, hast du es hergestellt? Nope. Ich gehe jetzt quasi an, hol mir jetzt Klee, oder was brauche ich? Klee? Genau, Kleeponcho. Wir müssen einen herstellen für die Quest und vielleicht, wenn du einen herstellst, kann ich die vielleicht für uns beide abgeben, weißt du? Ach so. Ich weiß nicht, echt, wie das ist. Nochmal? Das ist ja total dumm. Ich muss aber nochmal ein paar Sachen sammeln, sonst geht das nicht. Wir brauchen nämlich Seile. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das für dich ob ich das dann abgeben kann. Du kannst beim Roboter hinter dem Glas raus, also gerade bei dir rechts. Ja, das haben wir schon gesehen, aber da sind unten ja ganz viele Ameisen gewesen. War semi-cool auf jeden Fall. Nervt dir gerade. Ich komme erstmal wieder zu dir. Ja, aber wir müssen noch voll viel sammeln. Wir haben gar keine Seile mehr. Ohne Seile geht nichts. Darf ich dir Tipps geben? Gerne. Tipps nehmen wir gerne an. Sag uns auch ruhig, was wir jetzt machen sollen am besten. Jetzt gerade hängen wir irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, weil wir halt nicht wissen, wo wir diese Chips herbekommen. So, wir müssen jetzt nur mal gucken, dass wir halt echt weiterkommen, weil wir hängen irgendwie gerade so ziemlich. Deswegen wäre echt cool, falls es einer gespielt hat, spoilert uns bitte, was wir jetzt am besten machen. So, was wir jetzt so... Was würdet ihr an unserer Situation tun? Wir können Läuse latschen machen. Ich meine, ihr habt gesagt, wir sollen gegen die Spinnen kämpfen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir die besiegen können, oder? Wobei wir es auch noch nicht versucht haben. So, jetzt kann ich eine machen. Okay, jetzt bin ich gleich da. Also, jetzt ist auch egal. Aber dann wissen wir wenigstens, ob wir es beide bauen müssen, was schon ziemlich nervig wäre im Koop. Oder ob es einfach einer machen muss. 250 pure Wissenschaft. Wow. Ah, gut, das kriegen wir immer beide. Okay, das heißt, wenn wir eine Quest haben, müssen wir das einmal machen, dann haben wir es beide. Schade, hätte ich jetzt dann doch abgeben können. So, ich brate das mal kurz hier. Hast du in deinem Inventar noch irgendwas, wo so ein rotes Ausrufezeichen rechts in der Ecke ist? Ja, die Blätter. Willst du mir die mal geben, dann check ich das ab. Wo ist denn du überhaupt? Hier. Ach, da. Da. Und dann mache ich das kurz, dann können wir schlafen gehen, würde ich sagen. Yeah. Da haben wir mittlerweile echt viel in unserem Lager. Eine Lockfalle können wir jetzt bauen und müsst ihr eine Gasmaske, Seetiere. Alles klar. Ach, für die Taucherrüstung müssen wir Seetiere töten, also wahrscheinlich sowas wie Mücke und sowas. Echt, die sind halt sehr stark, ne? Und kommen irgendwie zu fünft. Das wird also nicht ganz so einfach. Wollen wir erstmal schlafen? Bogen erotisierend. Ja. Schlafen.